Das hier ist die Mutti, die Madame Silk, unser Stern im Silk. Ich bin sehr dankbar. Der Papa zeigt uns den Rücken. Mahlzeit, Mama. Danke. Okay. So. Willkommen. So, und jetzt sind wir in mein Herzstück. Also hier ist ein ganz ein spezielles Restaurant gelungen. Wir befinden uns jetzt im Silk. Die Philosophie ist eigentlich, die Gäste kommen zu mir quasi nach Hause und sollen dann auch schon mal ihre Schuhe ausziehen. Dann haben wir uns hier ein japanisches Schlapfer aus Bamboo haben wir uns entschieden. Und dann tauchst du quasi in eins deiner Betten ein. Uns ist es absolut wichtig, dass der Gast sich auf Anhieb wohlfühlt, dass er in diese Wolke eingetaucht ist. Und dann ist es eigentlich so, dass es hier in drei Akten aufgebaut ist. Du kommst an, wird sofort alles daran gesetzt. Da gibt es ein, zwei Kleinigkeiten, die was dir mal so den Hunger oder den Moment stillen. Und dann geht es in die drei Akten, wo ein Ballett aus Amuse-Bouche auf dich zugeflogen kommt. Und dann holen wir die Gäste runter, dann wird vier Gerichte mal richtig gegessen. Und dann lassen wir nochmal einen Dessertwalzer spielen. Du bist in so einer Zeitsphäre drinnen, die Zeit spielt eine ganz andere Rolle. Den Alltag hast du dann total vergessen und man kann sich dann eigentlich nur auf den Moment und auf seine Begleitschaft und aufs Essen konzentrieren. Und ich denke, das macht es hier dann schon sehr, sehr unique. Ne? Da haben wir hier einen virtuellen Luster, der wird dann bestrahlt von drei Beamern und der wiederum reflektiert in unsere Silk-Ornamente ganz dezente Harmonie drin. Man kann ja mal ein bisschen zeigen, was wir heute Abend hier kochen. Da habe ich einen Wunsch gehabt, mir einen Silk-Fächer zu machen. Ballett von Amuse-Bouche, da machen wir heute ein Cornetto mit Bison-Tartar, Avocado, Melonsalat mit Ziegenkäse, Kapuzinerkresse-Bonbon, einen schönen Sashimi-Gang vom Cavano, Bluefin-Tuna mit Oktopus und japanischer Pflaume. Und dann kommt der Teil, wo auch die Esser was zum Essen bekommen, weil die ersten Eindrücke sind sehr kreativ, die schießen in den Kopf hoch, da geht es um verschiedene Geschmacksrichtungen, da wird die Kochkunst gleich mal präsentiert und dann geht es aufs Essen über. Ne? Besteht dann aus vier Gängen und abgeschlossen wird es dann immer mit einem wunderschönen Dessertwalzer. Ja? Wir bieten Weinmenüs mit an, man sucht sich eine schöne Flasche, eine schöne halbe Flasche, passend zum Menü und dann kann das natürlich durchaus nochmal einen tieferen Momentum erreichen. Da zelebrieren wir ganz tolle Schnäpse aus der Elsbeere, zum Beispiel, da sind wir ganz stolz drauf. Hat einen wunderschönen Mandelaroma und also einfach ein ganz tolles Produkt. Dann befinde ich mich jetzt hier an der DJ-Kanzel im Silk. Das ist eigentlich im Herzen des Silks angebracht. Da spielt jeden Abend, wird eine ganz spezielle Musik gestaltet von fünf verschiedenen DJs, Asian Dub, Lounge-Musik, wird aber auch mit verschiedenen japanischen oder österreichischen Segmenten zelebriert, reingemixt. Und deren Aufgabe ist es natürlich jetzt nicht nur zu sagen, wie toll ich als DJ bin, sondern eigentlich dieses Raumgefühl, was hier entsteht und was für ihre Energien fließen, die versuchen zu greifen und mit denen interaktiv zu arbeiten und reflektieren und zu bespielen. Das quasi mit einer neuen Sinnlichkeit ineinander fließen lassen.